Hallo, hier heute mal wieder ein Unboxing von mir. Und zwar, ich denke mal, dass hier meine Katzenklappe drin ist. Aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe nämlich eine Katzenklappe bestellt für meinen Kater im Garten. Aber eigentlich eBay. Ich gucke noch mal rein, dass ich was Falsches erzähle, sondern dass es was anderes ist. Es ist was anderes, okay, es ist nicht die Katzenklappe. Wunderte mich schon wegen dem Anfang. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich habe ja auch bei unserem Lächeldings was bestellt. Ah, ja, jetzt weiß ich, was das ist. Und zwar eine tolle Glättbürste. Und dann so einen riesen Karton dazu. Mann, Mann, Mann. So sieht die aus. Ich kämpfe mit dem Paket, wie man sieht. Das ist natürlich wieder ein Geschenk. Das also nicht nochmal. Komm schon. Also verpackt ist es gut. Ich hatte ja schon mal so ein Unboxing von so einem Glättlockenstab, also so ein Stab war das. Und das ist jetzt mal eine Bürste. Ich denke mal, die ist auch besser. Beschreibung. 2 in 1. Ihr wisst ja, ich und Lesen mit ohne, also ich lese ohne Brille. Naja, jede Frau, die sowas schon mal hatte, die kennt sich damit aus. Ich nicht. Ich benutze sowas auch nicht. Wie gesagt, ist ein Geschenk. Schöne Samttasche. Kann man später auch für was anderes gebrauchen. Und die Glättbürste ist also von dieser Firma. Ja, sie ist also ein bisschen schwer, aber es geht. Also wenn man seine Haare damit kennt. Stecke ich mal in eine Steckdose drin. Ist hier auch mit so einem Klettverschluss kann man dann die Kabel wieder zusammen machen. Finde ich immer ganz praktisch, die Dinger. Ui, hat gepiepst. Hier ist der Powerknopf. Hier kann man dann auch die Gradzahl einstellen. Also man sieht 190 Grad. Und jetzt wird er sich vorheizen. Ja. Man merkt, dass es schon warm wird. Das ist Abkühlen hier. Also ist schon ein Hightech-Gerät. Ist anders als das, was ich vorher gekauft hatte. Ich versuche mal in der Beschreibung was rauszukriegen. So,
Und die die Aufladzeit war sehr kurz. Und jetzt leuchtet das hier grün. Und zwar ist das eine 2-in-1 ionische Glättbürste. Ja. Könnt ihr mal probieren. Ist doch immer schön, wenn Sachen so blinkeln und leuchten und naja. Da wirklich keine Ahnung von. Also ich stelle mich hier bestimmt ein bisschen bescheuert an. Also schön heiß ist es. Das sieht gut an. Also ich würde sagen, fasst sich sehr gut an, funktioniert. Kann man kaufen, gleich wieder Haare mit dran. Falls jemand Tipps für Haarausfall hat, immer her damit. Okay, bis dann, tschüss.